So sieht ja die E-Bike-Garage in Bochum aus. Ein Container, in dem man 6 Türen hat. Einen kleinen Computer, über den man die Türen öffnen kann per SMS, sich mit dem Handy daran ankoppeln kann. Und gedacht ist das Ganze dazu, dass man einen Pedelec da reinstellt, auflädt und auch sicher stehen hat. Vandalismus sicher, trocken stehen die Räder auch noch. Das Ganze aber lässt sich transportieren, Wolfgang Rode. Wofür ist das notwendig? Ja, das ist dazu da, dass man halt an verschiedenen Standorten, die besonderen Parkplatzbedarf haben, einfach diese Möglichkeit des sicheren Parkraums schaffen kann. Also beispielsweise für Veranstaltungen aller Art. Also wir haben jetzt ganz konkret vereinbart, dass während der Dauer des Zeltfestes Ruhr von August bis September das System dort aufgestellt wird und dass Gäste eben mit ihren Fahrrädern kommen können. Und in diese Kabinen passen halt auch 2 Räder rein. Wenn jetzt zum Beispiel Paare kommen, können die dort halt ihre Räder dort unterbringen. Sind also 12 Parkplätze damit geschaffen. Wenn man sich den Bürocontainer mal anguckt, oder ich sag schon Bürocontainer, dann sieht man da oben, da sind Aufnahmenasen dran. Hier unten sieht man es vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Das Ganze ist ein Standard-Bürocontainer. Obendrauf sind noch Solarpaneele installiert. Wozu hat man da so einen Bürocontainer, so eine Art Seecontainer genommen? Ja, der ganz große Vorteil ist, dass es halt ein Standardbauteil ist. Das muss man nicht extra anfertigen. Alle anderen Konstruktionen, die so auf Carport-Basis realisiert werden, die müssen halt in Einzelarbeit gefertigt werden. Das ist hier ein Serienprodukt. Wir können hier auch gebrauchte Container nehmen. Das macht die Sache noch mal interessanter, was die Nachhaltigkeit angeht. Ansonsten kann man ihn halt sehr gut transportieren. Und der ganz große Vorteil gegenüber allen anderen Lösungen, man braucht kein Fundament. Man braucht also eigentlich nur 4 Punkte zu schaffen, sichere Platten und dann ist alles gut. Und der Vorteil ist, man kann den ganzen Container sehr einfach auf einen relativ kleinen LKW draufpacken, einen, der seinen Kran mitführt. Und das wird hier gleich passieren. So, die E-Bike-Garage, die steht jetzt auf dem LKW. Es hat ein paar Minuten gedauert, aber jetzt kann das System hintransportiert werden, wo immer man will. Genau, da wo ein aktueller Parkplatzbedarf sich ergibt. Zum Beispiel für Großveranstaltungen. Es gibt also jetzt ja die Anfrage vom Zeltfest. Dann wird es auf dem Weihnachtsfest eingesetzt. Also wenn der Weihnachtsmarkt in Bochum stattfindet, andere Großveranstaltungen wie Giro und Ähnliches ist auch möglich. Das Schöne ist, dass wir also keinen Stromanschluss brauchen. Über die dachintegrierte Photovoltaikanlage und die Batteriespeicheranlage in dem System kann man ohne Netzanschluss das ganze System vollständig autark betreiben. Dann noch mit umweltfreundlichem Strom, den man nicht über hunderte von Kilometern transportieren muss, macht die Sache sehr angenehm.